Im heutigen Video zeige ich euch ein paar köstliche Inspirationen für das Stirgerät. Rohveganer Speck, Fruchtnaschis und Bananenchips. Heute habe ich für euch ein paar Inspirationen bezüglich des Dörrens von Lebensmitteln. Ihr seht hier mein Dörrgerät, der RevoTry, den verwende ich schon seit knapp 3 Jahren und bin sehr, sehr zufrieden damit. Das ist ein kleines Dörrgerät mit 6 Dörrebenen. Ihr seht, der ist auch gut gefüllt und das ist sozusagen eine Auftragsarbeit. Meine Jungs haben mir den Auftrag gegeben, diese Lebensmittel, die sich im Dörrgerät befinden, zu dürren. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was sich gerade im Dörrgerät befindet und wie ich diese kleinen Rezepte zubereite. Zum RevoTry habe ich auch schon ein Video hochgeladen bzw. einen Blogartikel geschrieben. Wenn ihr euch für dieses Dörrgerät interessiert und mehr Informationen möchtet, dann schaut unten in die Infobox, da setze ich euch beide Links rein. Ihr seht, gut gefüllt, das sind 1, 2, 3, 4 Rezepte bzw. 3 Rezepte und ein Obst, welches ich dürre. Ihr seht hier ganz viel Bananenscheiben. Auf den obersten beiden Dörrebenen meines Dörrgerätes befinden sich diese beiden Dörrebenen. Darauf liegt etwas, was nach dem Dürren so ähnlich wie Speck schmeckt. Das soll rohveganer Speck werden und besteht aus nur 2 Zutaten. Dieses Rezept stammt meines Wissens nach ursprünglich von Markus Rotkranz. Entweder habe ich das irgendwo gelesen oder mir hat das jemand erzählt. Für den rohveganen Speck benötigt ihr das Fleisch junger Trinkkokosnüsse und Sojasauce. Die jungen Kokosnüsse kann man entweder geschält im Asialaden kaufen oder auch online bestellen. Ich bestelle unsere Trinkkokosnüsse bei Dr. Görg. Da gibt es die immer im 9er-Pack. Diese Kokosnuss ist schon leer getrunken. Ihr seht, da gibt es ein dünnes Kokosnussfleisch, also dünner als in den braunen Kokosnüssen, die es so in Supermärkten oder Bioläden gibt. Hier ist auch schon mal ein bisschen Fruchtfleisch oder Kokosnussfleisch herausgefüllt, herausgelöst worden. Das ist recht dick schon, also das wird mein Sohn einfach so essen oder wir machen Butterkekscreme dazu, kann man auch ein ganz tolles Dessert machen. Wer das Video noch nicht kennt dazu, dem verlinke ich das oben rechts in den Infokarten. Also das Fleisch sollte noch ein bisschen softer, noch ein bisschen weicher sein als dieses hier. Dann schneidet man das so in kleinere Stücke, wie ihr das auf den Dörrebenen schon gesehen habt. Gibt es in eine Schüssel oder auf einen flachen Teller und dann einfach Sojasauce dazu. Es gibt auch Sojasauce, die nicht pasteurisiert ist, die haben wir gerade nicht da. Und deswegen habe ich jetzt hier die Sojasauce aus dem DM bzw. von Alnatura. Also es geht wirklich ganz einfach, das Kokosfleisch in kleinere Stücke schneiden, mit ein bisschen Sojasauce marinieren, nicht zu viel, nicht zu wenig, dann am besten ein bisschen durchziehen lassen. Ich stelle es auch manchmal in den Kühlschrank, lasse es über Nacht durchziehen und dann lege ich alles auf die Dörrebenen und da kann man einen wundervollen, würzigen Snack dürren. Den Link zu den Kokosnüssen findet ihr auch unten in der Infobox. Wer nicht weiß, wie man so eine Trinkkokosnuss öffnet, dazu gibt es ein Kokosbeil. Und ich habe auch schon ein Video hochgeladen, wo ich zeige, wie ich so eine Kokosnuss öffne. Das verlinke ich euch auch entweder oben rechts in den Infokarten oder setze es mit unten in die Infobox. Hier sind nochmal die rohveganen Speckstücke vor dem Dürren. Ihr seht, das Kokosnussfleisch ist nicht mehr weiß, sondern hat ein bisschen die Farbe oder eine dunklere Farbe angenommen durch das Marinieren mit der Sojasauce. Auf der 3. Dürrebene befindet sich auch noch etwas rohveganer Speck und dann kommen ganz viele Bananenscheiben. Das hat sich mein Jüngster gewünscht. Also der rohvegane Speck, das war ein ausdrücklicher Wunsch von meinem ältesten Sohn Simon. Mein Jüngster, der Silas, hat sich Bananenscheiben, getrocknete Bananenscheiben gewünscht. Das werden nicht direkt Chips, wie man sie so kaufen kann. Die sind ja oft in Kokosöl gebacken und dann noch mit Zucker. Das sind wirklich einfach nur Bananenscheiben. Die werden schön getrocknet, die werden ein bisschen bissfester, schmecken schön süß und aromatisch. Und dafür nimmt man reife Bananen, die schon braune Punkte auf der Schale gebildet haben, so wie diese Bananen. Dann schmecken die Bananenchips schön aromatisch und süß.
Auf der vierten und fünften Dörr-Ebene seht ihr Fruchtledermasse. Diese besteht aus drei Zutaten: sehr reifen Bananen, gefrorenen Sauerkirschen, die ich da ein bisschen auftauen lassen habe, und zwei, drei Datteln. Aus dieser Fruchtledermasse stellen wir Fruchtleder her. Das ist unser gesunder Gummibärchenersatz. Wenn das Ganze getrocknet ist, entstehen so Fruchtledermatten. Die schneiden wir in schmale Streifen und diese wickeln wir zu Fruchtlederschnecken, Sauerkirsch, Fruchtlederschnecken. Ich zeige euch gleich nochmal die Zutaten und erkläre kurz, wie ich diese Fruchtledermasse herstelle. Das sind die drei Zutaten für das Sauerkirschfruchtleder: sehr reife Bananen, drei Datteln und ca. 300 Gramm Sauerkirschen, die ich ein bisschen antauen lasse. Die Bananen schäle ich, gebe alles in einen Hochleistungsmixer, die Kirschen dazu, die Datteln halbiere ich auch nochmal und dann mixe ich alles zu einer Fruchtledermasse und gebe die dann auf das Dörrgerät. Es gibt auch schon auf meinem Kanal ein Video zu Fruchtlederrezepten. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Oder ihr schaut einfach auf meinen Blogartikel, da heißt es allerdings Fruchtnaschi. Da habe ich auch einige Rezepte für euch. Ich verlinke euch den Rezeptartikel zu den Fruchtnaschi-Rezepten unten in der Infobox. Auf der letzten Dörrebene befindet sich ein sehr schokoladiges Fruchtleder. Verwende ich 4 bis 5 sehr reife Bananen, 3 Datteln, dann ca. 2 Esslöffel Kakao, das ist Kakao in Rohkostqualität, und dann noch ein bisschen Zimt, vielleicht so ein Viertel Teelöffel, und etwas Vanille. Die Bananen schäle ich wieder, die Datteln halbiere ich nochmal, dann die Pulver dazu, dann alles schön im Hochleistungsmixer mixen und die Masse dann auf die Dörrebene geben. Gern variiere ich das schokoladige Fruchtleder mit Karopulver. Wer sich ein bisschen mit Kakao auskennt, der weiß ja, dass das Kakaopulver oder Kakao eine anregende Wirkung hat durch das darin enthaltene Theobromin. Der Sonnenkarob, der wird aus den Früchten des Johannesbrotbaumes gewonnen. Der wächst so im Mittelmeerraum. Ich war vor 2 Jahren auf Sardinien, da habe ich auch viele Johannesbrotbäume gesehen und zu diesem Lebensmittel auch ein Video gedreht. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke es euch oben rechts in den Infokarten bzw. auch in der Infobox. Es gibt verschiedene Karopulver. Wir haben hier den Sonnenkarop, das ist so ein fruchtiges Karopulver, und noch den einfachen Karop, das ist ein karamelliges Karopulver. Beide bringen auch so eine leichte Süße mit. Also wenn ich Fruchtleder, schokoladiges Fruchtleder mit Karop herstelle, dann verzichte ich hier auf die Datteln. Diese beiden Karopulver, die ihr seht, die haben Rohkostqualität. Die gibt es bei Purom. Wer sich dafür interessiert, ich setze euch den Link unten in die Infobox. Oder ihr nehmt dieses Karopulver von Rapunzel. Das haben wir auch manchmal da. Das gibt es zum Beispiel in Bioläden. Und dieses schokoladige alternative Fruchtleder, Karopfruchtleder, das mixe ich auch einfach aus 4 bis 5 reifen Bananen, 2 bis 3 Esslöffel Karop. Und dann gibt es entweder Zimt oder Vanillepulver dazu. Dann mixe ich einfach im Hochleistungsmixer diese Masse und gebe alles auf die Dörrebene. Das Ganze lasse ich jetzt einige Stunden dürren. Das Fruchtleder 12 bis 14 Stunden. Es kommt auch immer darauf an, wie dick die Masse aufgestrichen ist. Und das oder der rohvegane Speck ist schon ein bisschen eher fertig. Die Bananenscheiben dürren ungefähr so lange wie das Fruchtleder. Aber ihr seht jetzt gleich auf alle Fälle noch das Ergebnis, wie diese Lebensmittel dann im gedürrten Zustand aussehen. Hier seht ihr die Dörrergebnisse: Fruchtnaschi, Bananenchips und rohveganer Speck, den sich mein Sohn Simon gewünscht hat. Simon, wie würdest du den Geschmack beschreiben? Lecker. Würzig? Ja, also würzig. Und ich schmecke auch ein bisschen nach Pilz. Und schmeckt das so wie Speck? Hm. Würdest du sagen, ja? Also ist bei mir schon so ewig her. Ich habe als Kind mal Speck gegessen. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Also schmeckt würzig auf alle Fälle. Hm. Ne? Okay, das ist also der rohvegane Speck. Den habe ich so zwischen 8 und 9 Stunden dürren lassen. Hier sind die Bananenchips. Die waren ein bisschen dicker. Die habe ich dann schon 12 bis 14 Stunden dürren müssen. Die kann man natürlich auch viel dünner schneiden. Dann dauert das Ganze nicht so lang. Und hier ist das Fruchtleder. Wir hatten ja die zwei Sorten Kakao und Sauerkirsch.
Und ich zeige euch gleich noch, wie ich dieses Fruchtleder schneide und dann aufbewahre. So sieht dann das Fruchtleder, unser Fruchtnaschi, unser Gummibärchenersatz dann aus, wenn ich es zurechtgeschnitten habe. Ich verwende meistens große Bügelgläser, wo ich dann das Fruchtleder aufbewahre. In diesem Bügelglas gibt es schon Himbeerfruchtleder. Hier bewahre ich die fruchtigen Fruchtnaschis auf, wie Himbeer, Heidelbeer, Mango oder eben Sauerkirsch. Und hier gibt es die schokoladigen Fruchtleder, wie eben Schokofruchtleder oder Karopfruchtleder.